Wir sind Sapoli mitten aus Hamburg. Max. Ralf. Genau. Wie kam es denn zu der Kollaboration bei euch? Wie habt ihr euch getroffen? Wie ging das alles an? Also wir kennen uns schon seit, nicht gerade Kindesbeinen, aber schon seit über 10 Jahren und kommen mal gemeinsam aus dem Schwarzwald, aus einem kleinen Kaff und sind dann nach Hamburg gegangen und da Musik zu machen. Und hatten halt früher schon in Bands zusammengespielt und dann irgendwann mal haben wir beschlossen, die Bands sein zu lassen und jetzt halt Bums Musik zu machen. Also wir haben halt die ersten 6 Jahre haben wir gar nicht aufgelegt, sondern haben halt nur im Studio gehockt und haben Musik gemacht. Mhm. Haben dann auch erst jahrelang nur Live-Sets gespielt und DJs machen wir erst seit ein paar Jahren. Das ist also noch nicht relativ frisch, weil wir irgendwann gemerkt haben, dass irgendwie das halt auch cool ist, die eigenen Sachen besser zu testen und macht ja auch super Spaß, im Club aufzulegen. Ja, also produziert ihr eure Songs dann alle selber oder macht ihr genau. schon viel produziert? Oder? Ja. Wir haben mit Leuten aufgetreten, die halt nur DJs waren und wir waren halt, haben halt live gespielt und deswegen haben wir gesagt, wir sind keine DJs. Und die Leute kamen immer so, oh, ihr habt geil aufgelegt und wir meinen so, wir haben gar nicht aufgelegt, sondern wir haben das live gespielt so, und die haben das nie gecheckt. Okay, wir hatten Live-Performances gemacht, das war unser Ursprung und mit dieser Intention kamen wir eigentlich auch so aus diesem ganzen Live-Ding raus, lass uns auflegen, so, aber wir machen trotzdem so Show. Ja. Und nehmen unsere Masken mit, ziehen Brillen auf, irgendwie hüpfen rum, irgendwie so, dann legen wir auch zu zweit auf, so dass einer quasi immer irgendwie nur am Auflegen ist und der andere irgendwie so mehr oder weniger der so quasi das Bindeglied zu dem Publikum ist, ja. Irgendwie so, der Animateur. Und da wir immer Ping-Pong spielen, so eigentlich immer jeder nur einen Track auflegt und dann der andere, ist das so, dass quasi immer einer nur irgendwie was zu tun hat und der andere eigentlich sich mit dem Publikum auseinandersetzt. Okay. Und sind wir mit Schellenringen unterwegs, Shaker, gehen dann auch irgendwie ins Publikum rein und feiern dann mit den Leuten unten und haben dann so Gasfanfaren noch dabei. Daft Punk wurde es irgendwann mal so, war es halt auch cool, irgendwie so sein Gesicht zu verbergen. Und die haben das natürlich die ganz coole Nummer mit den Roboterhelmen und sowas gemacht. Mhm. Das war uns zu technisch und da wir halt so ein bisschen tierischer unterwegs sind, hatten wir dann halt irgendwann mal uns für eine Live-Show in Holland, hatten wir uns mal überlegt, so ein richtiges stinkendes Programm und dann für jeden Track eine neue Maske. Und ja, das war dann aber so kompliziert, weil du kannst nicht zu jedem Track dich umziehen und dann noch diese neuen Sachen einstellen, weil da haben wir halt nicht aufgelegt, sondern live gespielt. Und dann sind wir halt irgendwann mal hängen geblieben bei den Pflegeleistenmasken. Und das bei den Gorilla-Masken. Jetzt sind wir Gorillas. Ihr habt das mal so ausprobiert, ne? Jeder Track neue Maske? Oder? Ja. Hatten dann so eine große Giraffe und einen Wolf, eine Wolfsmaske und einen Teufel, Frankenstein. Frick mit Schrauben hier durch. Alles, ja. was ist denn so das Wichtige am DJ-Sein jetzt? Also es gibt halt so zwei Arten von DJs, finde ich so. Die einen sind halt die perfekt die Technik und alles irgendwie immer im Griff haben so. Also wir haben es auch im Griff, aber wir sind jetzt keine Scratch-Weltmeister. Aber ich finde halt das Wichtigere beim Auflegen eigentlich neben der Technik ist, dass du halt ein gutes Feeling hast irgendwie, welcher Track passt jetzt. Du guckst dir die Leute an irgendwie, wie sind die gerade drauf, wollen die mehr abgehen, wollen die ein bisschen downer, ein bisschen mehr runter irgendwie haben so. Und das finde ich eigentlich viel wichtiger, als ob jetzt irgendwie der geile Scratch und irgendwie Crossfader hin und zurück und sowas. Das ist irgendwie im Endeffekt den Leuten auch egal. Die wollen halt eine gute Party haben. Eine gute Party haben sie mit einer guten Mucke und nicht mit einem perfekten Übergang. Ja. Man zieht irgendwie kurz vor der 1 den Fader runter, das schreit 1, 2, 3, 4 und knallt den auf die 1 wieder hoch, dann checken die Leute so, oh, da liegt jemand auf. Live-Disco-Aktion. Und was mich auch selber animiert irgendwie. Ich kam irgendwie auch auf die Idee mit so einer Reggae-Party, als so ein Typ immer den Hit angespielt hatte
und dann irgendwie so Rewind und die Leute sind irgendwie mal rasender geworden auf den Track, dass er jetzt endlich kommt, so, und haben das total abgefeiert. Und wenn man das so merkt, irgendwie so, da ist auch jemand da, der das mitfeiert und irgendwie auch nicht immer einen Fader oben hat, sondern auch mal so ein bisschen zurücknimmt und auch sich selber irgendwie mal ganz kurz hinstellt, so, dass die Leute merken, da ist ja jemand, der das macht und nicht ein perfekter Automat, so, dann, das honorieren die Leute, auch wenn es dann voll in die Hose geht und man die Eins nicht trifft, so, das ist dann auch Latte, so, das weil das, so. Authentisch dabei sein, was man da genau, macht. Das ist genau das Ding dabei, Gibt es auch Sextechniken, die so sind, ne? So ein bisschen Appetithäppchen oder ein Rewind. Du kennst dich aus. Ihr habt ja DJ Hero gespielt und jetzt würde ich gerne mal euren ersten Eindruck so hören, was ihr davon haltet. Wie hat sich's angefühlt? Gab es irgendwelche vergleichsweise irgendwelche Sachen mit dem richtigen DJ-Pult? Wie war das für euch? Okay. Also ich fand es ziemlich schwierig, so aufs erste Mal. Ich erinnere mich an das erste Mal Guitar Hero spielen, so. Das hatte ich ein größeres Erfolgserlebnis als beim ersten Mal. Und da, du musst so viele Tasten drücken und machen und tun. Und es hat mit einem wirklichen Auflegen, also außer diesem Crossfader vielleicht noch, und also eigentlich nur dieser Filter hat noch was mit Auflegen zu tun. Alles andere, also du drückst ja nie auf eine Taste auf einer Platte so, und dann kommt irgendwas. Also das ist so ein bisschen strange. Hat sie denn so Spaß gemacht, irgendwie auf Anhieb? War das Guitar Hero besser jetzt für dich vom Spaßfaktor her als jetzt das DJ Hero? Aufs allererste Mal ja, weil ich hatte irgendwie, ich kam weiter. Hier war es, ich war echt komplett überfordert und das war jetzt nur, was haben wir, Mittel gespielt. So, ja. Und das ist so ein bisschen zu viel dann für den Anfang. Okay, und dann so die Technik, aber jetzt so mit dem Crossfader und sowas irgendwie da. Crossfader überfordern mich auch im normalen Leben. Also normalen deswegen. Alles, ja, okay. Und wie war das bei dir? Da würde man nicht ganz so gut auch, ne? Ich bin von Haus aus kein Daddle-Freak. Also ich bin kein Spieler so. Wenn ich auflege, hat das irgendwie so eine andere Geschichte irgendwie. Also das ist halt so ein richtiges Spiel. Ja. So, man setzt sich hin vor der Glotze, daddelt irgendwie. Und keine Ahnung, da ich das privat auch sowieso irgendwie nie mache, ich habe mir irgendwann mal eine Playstation gekauft und das Ding irgendwie staubt einfach irgendwie, das war eine PS1 und die staubt seither zu. Ja. So, da ich so ein bisschen Tetris gespielt, eine Zeit lang. Bisschen ist gut. Bisschen, ja, genau. Aber das war, ich kam noch. Kam zum Erliegen zeitweise. Genau, ja, das war echt mal so Game-Aktion, aber ich glaube, das war irgendwie zusammen mit Bruce Lee auf dem C64, das Einzige, was ich irgendwie in meinem Leben gespielt hatte, so. Also so relevant gespielt hatte, so dass man auch die Hausaufgaben vergisst oder so. Okay. Aber vom Ding her finde ich das Teil so, wenn man gerne spielt, ein super Ding, aber so zum Aufwand.